Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Kalendertür Nummer 14. Heute dreht es sich um Mallets. Was kann man mit Mallets, wie in diesem Fall mit den American Custom Strategy von Wickforth, eigentlich anstellen? Nun, das Besondere hier bei den Mallets ist, wir haben hier einerseits auf der Oberseite hier den Filzkopf, und wenn wir sie um 180 Grad drehen, haben wir hier noch einen schönen runden Kopf, der für deutliche, klare, feine Beckensounds auf den Becken sorgt. Und ja, was kann man damit anstellen? Fangen wir doch einfach mal an, dass wir die verschiedenen Becken an einem Schlagzeug damit deutlich und schön auf- und abschwellen lassen. Als zweites kann man natürlich wunderbar Solos mit den Mallets auf den Trommeln jeweils spielen. Also man kann sie überall auf den Trommeln einsetzen. Man kann auch die Mallets dazu benutzen, um verschiedene Rhythmen natürlich zu spielen, wenn man möchte. Das geht mit den Mallets sehr wunderbar und klingt auch sehr schön. Und wenn man jetzt die Mallets um 180 Grad dreht, dann kann man sie natürlich wie jeden anderen Trommelstock benutzen und kann die entsprechenden Funktionen des Trommelstocks am Schlagzeug richtig schön ausnutzen. Und der eben angesprochene Klang ist sehr schön, vor allen Dingen auf den Becken. Die runden Köpfe produzieren einen sehr klaren, deutlich akzentuierten Klang, vor allen Dingen auf dem Ridebecken. Sehr schön klar und deutlich und akzentuiert mit einem schönen Wash unter dem Attack. Sehr schön. Also der Attack ist natürlich sehr deutlich zu hören, und das zeichnet diese Mallets aus, dass man sie wunderbar auf Becken spielen kann und natürlich auch auf Trommeln und so weiter. Ja, das war's also quasi für heute mit dem Video, und man sieht sich dann morgen. Ciao!